Das Glaukom, was auch im Volksmund grüner Star genannt wird, ist eine chronische Erkrankung des Sehnervens, die zu einer langsamen Erblindung führen kann. Es ist heimtückisch, weil bei den meisten Formen, den primären Offenwinkelglaukom, keine Schmerzen auftreten und der Patient auch keine Gesichtsfeldausfälle am Anfang bemerkt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Glaukom zu behandeln. In der Regel fängt man mit Tropfen an und in der Folge gibt es verschiedene Laserbehandlungen oder auch operative Möglichkeiten.